Mein Name ist Andreas Dietrich, ich bin Professor an der Hochschule Luzern Wirtschaft am Institut für Finanzdienstleistungen zu GFZ. Ich habe in St. Gallen studiert, bin nach einer kurzen Unternehmensberatung, ein kurzes Projekt international und bin nachher nach einem Doktorat, das ich auch an der HSG gemacht habe in Chicago, wieder zurückgekommen und habe mich eben entschieden, eigentlich so den akademischen Weg wählen. Aber der akademische Weg mit einer sehr hohen Praxisdosis drin, wo auch wirklich das Ziel ist, dass ich Forschung eigentlich auf so eine Art mache, damit ich, sag ich mal, die reale Welt erklären kann, beziehungsweise da einen Beitrag leisten zur Aufklärung und zur Erhöhung der Transparenz im Markt. Ich leite da das Banking-Team, das wir haben. Und innerhalb von dem Team habe ich halt gewisse Schwerpunkte gesetzt, auch wo das Digitalisierung ein sehr starkes Thema ist. Und Fintech ist eins, Crowdfunding ist ein zweites Sonderthema. Dann auch die ganze Digitalisierung in der Bankenwelt, im Anlagengeschäft, im Firmenkundengeschäft. Also wir haben da verschiedene Studien und Analysen, die wir machen. Und parallel dazu geben wir jedes Jahr eine Retail-Banking-Studie raus. Das ist so ein 180-seitiges Buch jedes Jahr, wo wir aber nicht, also Digitalisierung nur ein Teil ist, wo wir viel stärker eigentlich auch die Banken anschauen, analysieren und schauen, wie die Retail-Banking-Landschaft in der Schweiz sich verändert. Bei den Retail-Banken ist eigentlich so, dass, wenn man es jetzt mit einer Metapher beschreibt, das Wetter immer noch relativ gut ist. Man klagt zwar ein bisschen mehr als auch schon und das Umfeld ist tatsächlich schwieriger geworden. Aber insgesamt ist die Situation auch immer noch im positiven Bereich. Es hat vielleicht ein paar Wolken und es windet vielleicht ein bisschen mehr. Aber Stand heute ist auch immer noch so, dass die Ergebnisse gut sind und die Banken solid und seriös aufgestellt sind. Also die Regelbanken in der Schweiz, die Kantonalbanken, die Regionalbanken, das sind bisher wirklich so der Fels in der Brandung, sagen wir, vom Finanzblatt Schweiz. Die machen bisher auch wirklich einen guten Job. Wir definieren jetzt Banken als Fintech, obwohl sie eigentlich Fintech-Angebote eigentlich haben. Fintech ist insofern für uns einerseits sind das viele Startups, dann sind es auch Provider, die innovative Softwarelösungen präsentieren. Im Gegensatz vor allem zu Amerika oder auch London, also generell UK, sind das völlig andere Märkte, wo auch andere Summen im Spiel sind. Und das ist vielleicht auch etwas, was dann der Schweizer Finanzplatz, sage ich mal, ein bisschen darunter leidet, oder der Schweizer Fintech-Markt, weil es fehlt sich ein bisschen, dass der Leuchtturm in der Schweiz, ein Unicorn oder auch immer, einfach irgendein grosses Start-up im Fintech-Bereich, das sich so entwickelt hat, dass man irgendwie sieht, aus der Schweiz rauskommen super Start-ups. Es ist momentan so, dass eher viel kleinere Unternehmen also kontinuierlich am Wachsen sind und ein paar wirklich sehr gute Business-Modelle haben. Aber die sind meistens immer noch im Schweizer Markt tätig oder vielleicht noch in Deutschland. Aber es ist also kein weltweit tätig. Und solange das so bleibt, oder, wird auch der Fintech-Markt, sage ich mal, vermutlich das nicht an Bedeutung, weil eben so der Leuchtturm, sage ich mal, nach außen ein bisschen fehlt. Ja, wir haben halt das Problem in der Schweiz, es ist ein kleiner Markt, oder? Also wir haben 8 Millionen Einwohner und dann haben wir aber noch das Problem, dass ein Teil davon französisch und ein Teil italienisch. Also das ist nicht generell das Problem, sondern einfach bezogen auf ein Unternehmen, oder? Sprich, man hat ein Marktpotenzial von 5 Millionen, wenn man so im B2C-Bereich geht und das ist extrem wenig und dann sieht man auch noch, dass die Leute relativ träge reagieren auf so ein neues Angebot. Also ist ein extrem schwieriger Markt im B2C. Und darum, was sich relativ stark entwickelt hat und was sich eigentlich aus meiner Sicht sehr erfolgsversprechend ist, sind so die B2B-Geschäftsmodelle, oder? Wo man eigentlich einen Teil von der Wertschöpfungskette eigentlich dann der Bank verkauft oder das mit der Bank zusammenarbeitet. Das ist aus meiner Sicht sehr eine gute Methode für die Schweiz, aber es führt halt wiederum dazu, dass wir durch das weniger solche die Leuchtturmprojekte haben, weil viele so B2B-Geschäfte halt wieder regional ausgerichtet sind. Und sagen wir mal, die internationalen Fintech in der Schweiz, oder, das ist im Blockchain-Bereich, oder, das nicht mehr, obwohl sie gerade in der Region Zug ansässig sind, nicht mehr in der Regel nicht als Schweizer Unternehmen war oder Schweizer Fintech-Unternehmen, sondern einfach als internationales Fintech-Unternehmen, das jetzt per Zufall in der Schweiz ist. Oder ich habe das Gefühl, das ist von außen her, wird dann das, sagen wir mal, ein bisschen so angeschaut, dass dann der Fintech-Markt Schweiz vielleicht auch durch das unterschätzt wird, aber halt nicht eine grosse Bedeutung erlangt hat bisher. Viele Startups in der Schweiz, und ich zuerst mal um den Schweizer Markt kümmern, vielleicht mal um Deutschland. Und die haben jetzt nicht schon die Ambition, dass sie die ganze Welt verändert und verbessert, wenn man mit einem redet vom Silicon Valley. Oder? Es gibt Awards, es gibt viele Konferenzen, es hat eine Community, die sich bildet. Es gibt ein relativ gutes Ökosystem, auch, wo,
wo Startups eigentlich einen relativ engen Zugang und einen schnellen Zugang haben zu den relevanten Banken. Also die Banken sind auch offener geworden durch das. Also man kennt sich in der Schweiz. Also durch die Kleinheit, die wir halt haben, haben wir auch gewisse Vorteile eigentlich. Und eben da bin ich recht positiv jetzt gestimmt, oder im letzten zwei Jahren anschaut, oder, dass sich da wirklich so ein Ökosystem am Entwickeln ist. Und eigentlich der ganze Fintech-Markt, dass sie eigentlich eine positive Entwicklung genommen hat in der Schweiz. Grundsätzlich haben wir einen super Finanzplatz. Also es ist hat eine sehr hohe Bedeutung. Wir haben internationale Player da. Ich glaube, es wird zwar immer wieder kritisiert, aber ich erlebe das so, dass Banken eigentlich, viele Banken offen sind gegenüber den Startups. Also die haben einen relativ guten Zugang auch zum Zusammenarbeiten mit den Banken. Man kennt sich. Und das ist aus meiner Sicht das sind Vorteile, die sehr bedeutend sind. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eben die Marktgrösse, die einfach gegeben ist in der Schweiz, die einfach klein ist. Das ist eigentlich der Hauptnachteil in der Schweiz. Es gibt noch so ein bisschen, je nachdem, welcher Seite man Glauben schenkt, gibt es noch so ein bisschen Aspekte im steuerlichen Bereich, wo die suboptimal sind für die Weiterentwicklung. Und rechtlich, sage ich mal, auch ist jetzt die Schweiz so ein Mittelfeld. Da gibt es auch andere Finanzplätze, die das ein bisschen proaktiv, sagen wir, fördern, dass dort Innovationen und die Startups sich besser entwickeln können. Ich sehe also, dass sich Banken verändern müssen. Und es ist so, dass es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die man momentan hat, was man alles könnte machen als Bank. Alles kostet einen Haufen Geld und man muss mal da klar priorisieren, welche Projekte man voranstellen will, das strategisch gesehen zentral sind und dass die Banken ein unterschiedlich beurteilen, viele Projekte sich entscheiden. Aber es gibt jetzt doch so eine Bereitschaft, eine zunehmende Bereitschaft von Banken, auch mal etwas auszuprobieren. Es gibt eine zunehmende Bereitschaft, auch mal mit Startups zusammenzuarbeiten. Und da gibt es aus meiner Sicht wirklich schon ein paar sehr gute Cases, wo man aufzeigen kann, dass so Zusammenarbeit zwischen einer Bank und einem Startup auch sehr gut funktioniert, weil es auch aus Bankensicht schlicht und einfach nicht möglich ist, dass man alles immer selber macht. Und gleichzeitig muss man auch anerkennen, dass gewisse Startups wirklich hervorragende Lösungen haben, die man als Bank eigentlich einfach gerade möglichst schnell implementieren kann und dem Kunden zur Verfügung stellen sollte. Ja, ich habe vielleicht auch mal so ein paar so Name-Dropping machen von so Projekten, oder? Also eigentlich spannend ist, dass die UBS, oder? So die grösste Bank, und man kann sagen, dass die eigentlich alles selber machen können, dass die angefangen haben, mit Startups zusammenzuarbeiten. Das ist mit Bexio zum Beispiel im Bereich Buchhaltungsprogramm, mit SumUp so im Bereich Payment-System. Aber es sind nicht nur die grossen, es sind auch kleinere, zum Beispiel Hypothekarbank Lenzburg, was mit Advanon zusammenarbeitet. Also es gibt doch, es ist nicht von der Größe abhängig, es ist mehr von der, sag ich mal, von der Einstellung und der Kultur abhängig von den Banken, dass man doch am einen oder anderen Ort eben mit Startups zusammenarbeitet. Und was ich auch höre, funktioniert das bisher gut. Sie sind auch offener geworden, also vor 3 oder 4 Jahren hat das nacheinander stöhnt und dann hat man mal ein Jahr lang alle Fintech-Startups als Finden angeschaut. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, ist die Erkenntnis gereift, dass mit den Startups und auch von der Startup-Seite her ist die Erkenntnis gereift, dass eigentlich eine Zusammenarbeit in vielen Bereichen mit Banken für beide Seiten erfolgsversprechend ist. Und dann haben wir immer erfolgreiche Cases bereits gesehen. Und das bestärkt die Banken wieder. Oder? Wir haben in der Schweiz ist es sehr stark ausgeprägt, dass man zuerst mal schaut, was der andere macht. Und wenn das funktioniert, machen wir es dann auch. Und das hat wie so ein bisschen Vorreiter gebraucht, die das mal ausprobiert haben. Und jetzt, wo das funktioniert, werden andere Banken auch je länger mehr offener. Und hören das an, was man da vielleicht machen kann. Und es hat sich eigentlich aus meiner Sicht bei vielen Banken eine recht positive und offene Kultur entwickelt diesbezüglich. Bei den Kunden ist manchmal, aus meiner Sicht, so, man überschätzt manchmal ein bisschen die Geschwindigkeit der Veränderungen, was der Kunde eigentlich will. Also es gibt viele Angebote, wo man, sage jetzt ein übertrieben gesagt, fast dem Kunden vorbei geplant hat, oder? Weil der Kunde, der ist auch relativ träge, der will alles einfach haben und aus einer Hand eigentlich. Und da hat es gewisse, sage ich mal, Strategien und Angebote gegeben, wo vielleicht nicht unbedingt der Kunde im Vordergrund war, sondern wegen einer technischen Lösung. Aber da habe ich jetzt langsam das Gefühl, dass die Erkenntnis reift, dass man vor allem auf die Sachen eigentlich sollte setzen, wo einen Kundennutzen gibt, vor allem im Frontend, oder? Und gleichzeitig gibt es auch grosse Bestrebungen, dass man Prozessautomatisierungen macht, dass man eigentlich Kosten sparen kann dank der Digitalisierung. Also dort gibt es jetzt erste Unternehmen,
Das ist im regulatorischen Bereich, so die RegTech, oder wie man dem sagen oder? Dass dort sich erste Geschäftsmodelle entwickeln, die auch zu Effizienzsteigerungen führen können. Swisscom ist sehr offen, oder? Die haben jetzt einen eigenen Fonds sogar gemacht, wo sie Startups fördern. Also die sind sehr, sehr affin auf diesen Themen. Auch im Bankenbereich, das ist ein wichtiger Standbein. Migros und Coop und so, da sehen wir ja, dass sie im Payment-Bereich relativ früh Sachen ausprobiert haben. Eben mit Coop mit Wind, Migros mit einer eigenen App, oder? Wo natürlich ein bisschen ein Ausprobieren ist einerseits, aber wenn man einen ökonomischen Hintergrund hat, oder? Weil sie sich hoffen, dass man wenn man weniger mit Kreditkarten zahlt und mehr über die Wind oder wie auch immer, welches System man nimmt, dass es auch günstiger ist. Oder? Und insofern sehe ich auch bei diesen Firmen, aber auch bei den SBB, oder? Dass die eigentlich relativ innovativ unterwegs sind und offen sind und auch gewisse Sachen wirklich ausprobieren wollen, um mal zu schauen, wie der Kunde reagiert und über die Angebote nutzt oder nicht. Viele von diesen Startups, die es heute gibt, werden wieder verschwinden. Beispiel im Crowdfunding-Bereich gibt es jetzt über 40 Plattformen. Oder das ist aus meiner Sicht brauchbar in der Schweiz nicht über 40 Plattformen. Dort gibt es wieder zu unserer Konsolidierung gekommen. Also es gibt einfach halt mehrere Initiativen, die jetzt lanciert worden sind von verschiedenen Firmen, wo man kein spezielles Prophet muss sein, um voraussagen, dass nicht alle überleben werden. Und am einen oder anderen Ort auch etwas, vermutlich ganz, also ganze Bereich vermutlich nicht gebraucht werden. Fintech ist für mich ein sehr breites Feld. Oder? Wenn man die Analytics anschaut, das hat wenig zu tun mit dem Lending-Bereich und der Anlagebereich ist wieder etwas anderes als Blockchain. Oder? Es kann schon sein, dass gewisse Bereiche weniger wichtig sind, als man das denkt. Aber so generell, ich würde sagen, alle Fintech, also generell Fintech wird wieder untergehen, das glaube ich nicht. Also, weil Digitalisierung, das ist ein nachhaltiger, langfristiger Trend. Es wird einfach innerhalb von diesen Geschäftsmodellen werden nicht alle Unternehmen überleben. Und es kann gut möglich, dass gewisse Bereiche von Fintech sich stärker entwickeln als andere. Aber dass man einfach sagt, Fintech wird sozusagen wieder wegradiert und das wird alles wieder verschwinden. Da bin ich jetzt die grosse Überzeugung, dass einige Bereiche bleiben werden und auch Geschäftsmodelle nachhaltig verändern werden und dass das eigentlich ein Treiber ist von der Innovation und der Weiterentwicklung von vielen Angeboten, die man im Bankenbereich sieht. Man tut ja nicht neue Produkte kreieren, sondern man tut den Prozess verändern oder den Anlageprozess, den man anpasst oder man tut die Art, wie man eine Hypothek aufnimmt, tut man in einen anderen Kanal lenken, man tut das Clearing and Settlement möglicherweise über andere Systeme laufen lassen, aber grundsätzlich sind es viele eigentlich die digitale Weiterentwicklung vom bestehenden Bereich. Wenn man als Finanzplatz oder Bankenplatz sich weiterentwickeln, muss man auch innovativ sein. Und man braucht so Inputs von außen auch, Entwicklungen von außen, damit man sich auch weiterentwickelt und das Angebot weiter schärft und vielleicht auch ein bisschen erweitert. Und insofern schaue ich den Fintech-Bereich und den ganzen Digitalisierungsbereich eigentlich als positiv an für den Markt. Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer vom Ganzen, aber insgesamt haben eigentlich, ich würde sagen, eigentlich alle Banken sind in einer so guten Ausgangssituation heute, das waren Drittelbanken, sind in einer so guten Ausgangssituation heute, dass wenn sie die rechten strategischen Entscheidungen frühzeitig treffen, dass sie von dem Ganzen nachher profitieren können und das Ganze eine riesige Chance ist. Wenn Banken nichts machen und das Feld anderen Player überlassen, also, dann gibt es eine gewisse Möglichkeit, dass gewisse Banken verschwinden werden. Aber ich traue es Banken durchaus zu, dass sie die richtigen strategischen Schlüsse ziehen, den ganzen Trend mitmachen, auch investieren, die Sachen vielleicht einmal wagen. Und auch Geschäftsmodelle von Startups vielleicht auch kopieren oder mit Startups zusammenarbeiten. Und insofern glaube ich, dass die Bank also sagen wir, als Marktplatz, oder? Vielleicht wie eine andere Funktion, vielleicht, aber grundsätzlich als Marktplatz und als Shop, wo man als Kunde reingeht, wenn man eine Frage zu Finanzdienstleistungsproblemen hat. Wenn Banken das gut machen, werden sie die Funktion auch noch in 10 oder 20 Jahren haben. Zum Beispiel im Anliegen kann man wählen, wo man jetzt immer zum Kundenberater gehen und regelmäßig eine Meinung abholen oder wo man alles völlig sozusagen einem Algorithmus anvertrauen, ohne jemals einen persönlichen Kontakt zu haben. Also als Beispiel, das geht darum, wo man das Geld weiter in der Bank geben als Spargeld und die Bank dort eigentlich Kredit mit dem vergeben oder wo man das selber machen. Also es entstehen neue Opportunitäten für Kunden. Wobei eben viele Bereiche nicht dem Durchschnittskunden vielleicht zur Verfügung stehen, sondern eher an einem Nischenanteil, oder wo von den neuen Angeboten profitieren wird.
die B2B Fintech, die werden aus meiner Sicht wachsen. Die haben jetzt in den nächsten 5 Jahren, eigentlich von den 5 bis 10 Jahren, ein sehr schönes Tummelfeld, also sich eigentlich auch, wo auch ein Business Case die Aufgabe, ein gutes Geschäftsmodell hat. Also, das sehe ich recht positiv und ich bin gespannt darauf, ob im B2C-Bereich, ob sich dort ein bisschen mehr Unternehmen in der Schweiz durchsetzen und eben die Finanzierungsrundinnen auf ein Niveau kommen, wo dann eben wirklich, sage ich mal, seriöser, also wirklich grössere Tickets sind. Oder? Das ist echt eine grosse Frage für mich und im Moment sehe ich im B2C-Bereich in der Schweiz sehe ich das eher schwierig. Also ich habe eher das Gefühl, es könnte sein, dass ausländische, grössere Firmen, die halt auch mehr Power im Hintergrund haben, möglicherweise in die Schweiz kommen könnten.